Hallo und herzlich willkommen auf Epic von der IWA 2019 am Stand von MD Textil. Ich bin hier mit Thilo. Grüß dich, Thilo. Der Chef hat viel zu tun. Deswegen hat er den Thilo vorgeschickt. Wir gehen einmal kurz über die Neuheiten. So, was haben wir denn da? Wir haben einmal hier unseren neuen Hybrid-Chatbelt. Haben wir ja schon im Review vorgestellt. Ja. Genau. Als Außengürtel zu tragen mit einer Laminataußenseite, um Molletaschen zu befestigen. Ja, sehr, sehr geil. Habt ihr im Review vorgestellt. Jetzt neu auch in Concamo und Steel Grey. Und, das Grau ist sehr schön geworden. Also das ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Passt sehr gut zu unseren anderen Laminatgeschichten. Ist einfach nochmal eine zusätzliche Art und Weise, wie man den die Taschen am Gürtel befestigen kann, ohne einen verrutschten zu haben. Super. Weiter geht's. Low Profile Chestricks, zweiteilig, einteilig. Die sind wirklich nur ganz dünnes Laminat, ne? Das ist echt nix. Genau, die sind dünn, leicht zu trennen, wir verlieren keinen Platz durch unsere kompakte, aber einfach zu bedienende Schließmechanismus und sind beliebig aufrüstbar mit Polstern, Taschen, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Für die Chestricks, Plattenträger und Gürtel gibt es natürlich auch Modulartaschen, die zeigt uns der Thilo jetzt mal als nächstes. Genau, also wir haben hier oben Multikalibertaschen mit Deckel abnehmbar. Also das heißt, dass diese Tasche ist identisch, hier mit Flappe und da ohne. Genau. Ich darf nicht Flappe sagen, hat man mir gesagt, aber ich sag Flappe. Genau. Das gleiche auch nochmal für die Kurzwaffenmagazine. Eine Dump-Mac-Pouch, Tourniquet-Tasche, weitere Taschen sind in Arbeit. Sehr gut. Dann zeig uns doch mal den Plattenträger, der dazu gehört. Genau, hier haben wir noch einen passenden Plattenträger gebaut. Auch im Laminat, gleiche Schnittstil, beliebig aufrüstbar, verschiedene Ballistikpakete. Ja, also wir haben hier durchgängig Mollebereiche an der Seite, Lasercut überall. Ja, eine. Genau. Wir drehen gerade mal um. Genau. Hinten auf der Rückseite auch Molle. Genau. Einmal mit unseren Taschen schon bestückt. Genau, okay. Ich sage noch dazu, wir gehen jetzt nicht so tief ins Detail. Wir werden das eh nochmal in einem Review euch alles genau zeigen. Aber das hat einen Grund und deswegen bleibt das so genau, wie es ist. Genau. Weiter geht es mit der Diensthundeausrüstung. Da haben wir auch einige Neuigkeiten. Genau, wir haben auch unsere Hundegeschirre inzwischen mit einem Laminatcut auf der Oberseite. Wir haben ein Abseilgeschirr für die Diensthunde entwickelt, das geeignet ist zum Fastropen, zum Abseilen, zum Fallschirmspringen. Kriegen die auch Handschuhe, die Hunde? Nein, natürlich nicht. Oh Mann, ich dachte, die können jetzt hier geil Spaß machen. Ja, Spaß. Beliebig adaptierbar. Genauso modular gehalten wie auch unsere restliche Ausrüstung. Das Grundmodell sieht man hier einmal. So sieht es zusammengebaut aus. Das ist quasi der Rückenteil, das ist der Bauchteil. Und was machen die Schlaufen? Genau. Die Beinschlaufen hinten sind speziell nochmal, dass der Heck vom Hund nicht absackt, dass der in einer bequemen Position vorm Körper gehängt werden kann, ohne dass der Hund sich dabei beeinträchtigt. Okay. Halt das nochmal hier so vor, dass man das gut sieht in der Kamera. Genau. Sehr gut. Ja. Wir haben oben verschiedene Anschlagpunkte. Wir haben wieder einen Magnetgriff, der sich selber anlegt und diverse Möglichkeiten, eben mit Tragebändern und eben den Beinschlaufen zu adaptieren, um für den jeweiligen Anwendungsbereich dann entsprechend gewappnet zu sein. Okay. Die kleineren Geschirre, wie wir sie auch in der Vergangenheit schon hatten, als normales Diensthundegeschirr für den nicht so spezialisierten Bereich mit verschiedenen Griffen adaptierbar. Wieder mit unserem Magnetgriff. Ja. Wird individuell an die Hunde angepasst und kann auch wieder nachgerüstet werden mit Klettflächen, mit Molleflächen, je nach Anwendungsbereich und je nach Belieben vom Hundeführer. Das war's von MD Textil. Wir müssen weiter. Wir haben noch einen Haufen Sachen abzufilmen heute. Thilo, ich danke dir einmal, dass du uns alles gezeigt hast. Ich danke dir, dass du da warst. Hast du noch irgendwas zu sagen? Bam. Und dann Vollgas. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.